Die sechste Folge Göll trifft Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten. Und mein heutiger Gast, und ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, mein Gast sind unter anderem auch Gästinnen, damit man richtig gendern. Genau. Heute zu Gast ist Sabine Jonke. Hallo. Hallo Sabine. Wir haben jetzt schon über ein Frühstück gesprochen und magst du vielleicht für unsere Hörer von Radio B138 das nochmal wiederholen, wie dein Morgen startet? Wie mein Morgen startet, ja, ganz spannend. Ich warte, bis meine Kinder außer Haus sind. Die schicke ich um 10 nach 7 in die Schule. Und dann habe ich bis 20 vor 8 Zeit, dass ich frühstücken tue. Und das ist einfach das Allerschönste. Ja, das Quality ist, Time nur für mich. Das ist gut, eine halbe Stunde? Eine gute halbe Stunde. Mach, mir wird es ja schon so genügsam, gell? Man wird extrem genügsam, aber eben, es reicht oft auch diese halbe Stunde Ruhe am Tag und für mich und ein Kaffee und mein Frühstück und ein Buch zum Lesen, da bin ich so glücklich. Und was liest du gerade? Ah, was lese ich denn gerade? Eine Liebesgeschichte, aber tatsächlich, weil ich habe mir das Buch gekauft und habe nicht gescheit geschaut, eine Liebesgeschichte von zwei Männern. Okay. Aber bitte. Voll lieb und ja, sehr kurzweilig zum Lesen. Ja, ich brauche da immer oft was einfach ohne großen Anspruch, wo ich nicht viel nachdenken muss, weil ich will bei der normalerweise lese ich vor dem Einschlafen. Ja. Und wenn ich mich dann recht aufregen muss, kann ich ja nicht mehr schlafen. Nein, nein, da kann man nicht mehr schlafen. Ist klar. Genau. Deswegen, je seichter, desto besser. Ja. Sehr gut. Genau. Das passt doch wunderbar. Und du hast heute gleich mal einen Titel mitgenommen. Wir haben ja gerade angespielt, kurz nur, von Stone Sour. Stone Sour. Stone Sour. Stone Sour. Stone Sour. Habt ihr gehört? Ich habe es noch nie ausgesprochen. Ich glaube, es hat funktioniert. Wir steigen so ganz smooth eigentlich gleich mal in die Sendung mit der Sabine Jonke ein. Göll trifft Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten. Natürlich voll ausgespielt. Und mein heutiger Gast hat mir halt verraten, wer das eigentlich singt. Sabine, bevor wir zu dir kommen, erzähl uns doch bitte, wer diese geile Scheiben singt. Singer tut's der Corey Taylor, das ist der Sänger von Stone Sour und der Sänger von Slipknot. Slipknot ist eher quasi die wüdere Partie und Stone Sour ist eher das ruhigere. Habt ihr das jetzt gedacht, dass das von Slipknot ist? Also ich nicht, total romantisch, man kann sich eigentlich voll einige lassen, die E-Gitarren hinten, die drangen nur so ein Stückchen mit durchs Lied, also. Voll. Obwohl mein heutiger Gast ja gar nicht so viel mit Musik zu tun hat, schon auch was mit Kunst und mit Kindern. Das wird sie uns heute nur erzählen. Diese hier, Sabine Jonk ist heute mein Gast und heute ist nicht ihre Zwillingsschwester da. Die Nein, heißt die nämlich. Ich habe wieder heimlassen. Das ist die Barbara. Die Barbara, sondern ich weiß jetzt auch gar nicht, auch schon wahrscheinlich so wie du. Ja, genau. Das ist das Schicksal unseres Lebens. Ja gut, man kann auch mit anderen Schwestern aufwachsen, die auch vielleicht so ein gewisses Schicksal mit sich tragen. Ja, das hat schon gepasst. Ja, okay, sehr gut. Also Sabine, erzähl doch mal von dir. Wo bist du eigentlich aufgewachsen und von wo bist du gerade angereist? Also aufgewachsen und angereist sind ja bei mir zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich bin aufgewachsen in Thaling. Das ist ein ganz kleines Kaff zwischen Enns und Kronsdorf. Okay, also ja. Also breite gestreut zwischen Enns und Steyr. Und man fährt quasi nach Enns 5 Kilometer circa. Ja. Yeah. Und nach Kronsdorf, das ist der nächste Ort mit Geschäft und so. circa 4 Kilometer. Und da bin ich aufgewachsen in einer Siedlung, wo eigentlich außer mir und meiner Schwester nur uralte Leute gewohnt haben. Okay. Weil damals sind die Gründe einfach verkauft worden an Menschen, die in einem Flüchtlingslager gewohnt haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und meine Großeltern, die sind geflüchtet und haben dann eben in einem Flüchtlingslager gelebt und haben sie dort dann einen Grund kaufen dürfen. Und eben auch ganz viele Menschen, die sie in die Lager kennengelernt haben, die haben sie dann auch oft untereinander verliebt und halt in die Lager kennengelernt. Und so haben die alle angefangen, dass nach der Reihe dort ein Haus bauen und haben sie dort alle Häuser gebaut. Und es war immer ganz lustig, wie wir aufgewachsen sind, weil halt auf der Straße Kroatisch, Slowenisch, Rumänisch, alles Mögliche geredet worden ist, was halt zwar jeder noch kennen hat. Oder halt brüchiges Deutsch. Und unser Uli war da auch eben nur eher der brüchige Deutschtyp. Und genau.
Und wir sind stellenweise zu 10 im Haus gewesen, mit den Großeltern und Tante und Onkel. Wie groß war dann das Haus, dass man sich ein bisschen ein Bild machen kann? Naja, also angefangen hat das ganz klein natürlich, weil da haben sie sich ja noch nicht viel leisten können. Okay. Und dann ist immer was dazu gebaut worden. Okay. Also unser Haus ist tatsächlich so ein Haus, wo da sogar der Keller nachträglich dazu gebaut worden ist, okay, obwohl das ganze Haus schon gestanden ist. Okay, wow. Und mein Opa hat dann irgendwann einmal einen ersten Stock gemacht. Mhm. Und dann waren... Ich bin ganz schlecht im Schätzen. Mhm. Also ich habe keinen blassen Schimmer, wie groß unser Haus ist. Ja. Mittlerweile war es eben so, dass unten Großeltern gewohnt haben oder die Oma wohnt halt immer noch dort in ihrer eigenen Wohnung und Mama und Papa wohnen halt nur oben. Okay. Aber wie ich aufgewachsen bin, waren quasi oben die ganzen Schlafräume. Mhm. Also da hat Uli einen Schlafraum gehabt und meine Tante und mein Onkel mit meinen Cousinen einen Schlafraum gehabt, Oma und Opa einen Schlafraum gehabt, Mama und Papa einen Schlafraum gehabt und Barbara und ich haben einen Schlafraum gehabt. Okay. Und dann haben wir halt nur ein Wohnzimmer und eine Küche gehabt. Ja, das war spannend. Halt unseres. Und unten war noch die Schneiderei von meiner Tante und da hat mein Uli ihr Küche gehabt und ihren Wohnraum und meine Großeltern. Also eigentlich eine ganze eigene Hofstadt. Ganz eine eigene Hofstadt mit Wirtschaftsgebäude im Garten quasi. Nein, das stelle ich mir eigentlich voll glas vor. Es eigentlich ist mega gewesen. Eigentlich war, na, das kann ich mir vorstellen. Aber warum haben dort die Kinder gefällt? Sind die weggezogen oder war kein Platz mehr? Das Problem ist, dass die anderen, also die quasi die Generation von meinem Papa, die waren eigentlich, da war der Papa schon eher einer von den Jüngern. Okay. Und die sind schon alle weggezogen gewesen, weil was tust du denn dort? Ja gut, das war dann 80er Jahre wahrscheinlich oder so. So in die 80er. Und da sind einfach viele Leute schon weggezogen zum Studieren oder und auch die Cousins von meinem Papa und so. Okay. Und ja, die anderen haben entweder später Kinder gekriegt wie meine Eltern, weil meine Eltern haben schon mit 21 uns gehabt. Gut, das war damals normal, wenn ich meine Eltern auch schon. Das war damals normal. Wow, stell dir vor, 21. Hey. Aber eben die noch da geblieben sind, die haben eher später, also die sind entweder jünger wie wir oder öder wie wir und waren dann irgendwie auch nicht mehr da oder so zum Spülen, bis dann einmal ein Mädel hergezogen ist. Okay. Das war das absolute Highlight. Aber ja, so war es halt sehr dünn gestreut. Ja, aber Spielkameraden. Aber ihr habt natürlich rundherum immer Gesellschaft gehabt, oder? Immer. Es war immer irgendwas los, irgendwer hat immer irgendwer was braucht, also wir waren den ganzen Tag eigentlich nicht bei Mama und Papa oben, weil wir waren entweder bei der Uli Putzle spielen oder haben psychiert. Ja. Oder waren bei Oma und Opa, haben mit Opa Plastilin spielen da im Keller oder sind halt zu den Nachbarn geratscht. Ja. Oder, weil das waren ja dann trotzdem irgendwie... sind alle irgendwie verwandt durch die ganzen Liebschaften. Und ja, kennt hat uns auch jeder. Ja. Und wir waren immer beschäftigt. Na klasse. Das hört sich nach einer Kindheit an, die vielleicht jetzt nicht mit Kindern besetzt ist, aber mit anderen Seelen, die da waren. Komplett. Und außerdem, ich habe ja Zwillingsgeschwister gehabt. Ich war ja nie allein. Na genau. Also du als Zwilling ist man nie alleine. Man ist nie alleine. Und man hat immer seine Freundin. Das kann auch mal anstrengend werden, kann ich mir gut vorstellen, weil du bist nicht mehr erlaubt, ich komme und nicht einmal der Platz hat da lang gehört. Gar nichts für mich. Ich bin so arm. Nein, es hat alles voll gut gepasst. Aber ich kann es verstehen, mein Vater ist nämlich auch ein Zwilling, er hat eine Zwillingsschwester. Ja. Und er hat gesagt, er ist der Öderste, weil er gesagt hat, er ist vorgegangen quasi, hat er gesagt, na, so kalt ist nicht mehr, du kannst rauskommen, ist dann seine Schwester auch hinten nachgerutscht. Ich sage ja zu meiner Schwester, weil sie ja den Geburtskanal verstopft, sonst war ich Erste gewesen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Mhm. Auf das auf, weil wir so ein bisschen gerade in der Nostalgie sind, spielen wir einfach von den Beatles Blackbird. Ja. Danke für den Song. Ja, dieses Vogelgezwitscher von den Beatles heißt natürlich Blackbird, der Song. Wir sind bei Radio B138. Mein heutiger Gast ist die Sabine Jonke. Recht viel hat sie von ihr ja schon erzählt, aber noch nicht, was sie beruflich macht. Aber bevor wir darauf eingehen, sie hat gerade von so einer schönen Kindheit erzählt, okay, die Kinder haben so gefällt, aber bitte, eigentlich war immer was los bei euch, gell? Es war immer was los. Die Tante hat die Nähwerkstatt unten drunter gehabt, das Lehrmensch ist gekommen, die anderen haben ausgelernt, dann sind wieder welche dazugekommen. Was hast du gesagt? Auf der Straße sind sie jetzt gelegen und habt geschaut, welche Brücken vorbei sind. Immer auf der Straße gelegen, weil die war immer so schön warm. Ja, das stimmt. Und da sind noch keine Autos. Ja, das geht halt natürlich nur in die 80er, wenn man am Land aufgewachsen ist. Ja, toll. Genau so ist es. Und dann bist du irgendwann... Ich bin dann irgendwann einmal ausgezogen. Ja, schon? Schon. Nein, also ich habe dann die Kindergartenschule gemacht. Ja. In Steyr. Ja. Und nach der Kindergartenschule
habe ich natürlich dann zu arbeiten angefangen. Ja. Und bin dann als erstes, bin ich hingezogen nach Pichling, in die Solar City, weil da habe ich gearbeitet. Ja, das ist wahrscheinlich gerade neu entstanden. Genau, die ist da gerade neu entstanden, sie haben die Kindergärten aufgemacht. Ich habe vorher schon ins Hirning gearbeitet und habe dann gewechselt in die Solar City. Da war ich auch 8 Jahre, bin aber von Pichling zwischenzeitlich nur noch Enz gezogen, in einer Wohnung. Da dann schon mit meinem jetzigen Mann eingezogen. In Pichling hat er noch kein Geld gehabt, weil er hat auch noch studiert. Da habe ich allein gewohnt. Und ja, durch das, dass ich schon in Steyr beim Schwiege meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Wirklich? Mit 16, 17. Okay. Genau. Irgendwann ist darauf ausgegrenzt, dass ich nach Bebenbach ziehe. Okay. Er hat halt sein Elternhaus gekriegt. Und beim Schwiege. Beim Schwiege. Es ist romantisch. Ich komme mir gerade so vor, wenn ich so doch in die 50er und 60er Jahre bin, was du von deinen Kindern erzählst, vom Schwiege und da den Maub zukünftigen schon kennenlernen. Mann, ist das klasse. Also, wir sind ungefähr gleich alt. Nur ungefähr. Fast. Und ich bin in der Stadt aufgewachsen, da ist ein bisschen anderes Tempo schon gerannt. Ja. Und weil man bei dir so zuhört, ist das echt. Ich weiß nicht, ob ich von dort ausgezogen war. Ich glaube, ich hätte mir daneben gleich ein Häusl noch gekauft und war blim. Nein, mir hat schon erlaubt, dass ich in Dohling ausgezogen bin im Endeffekt. Mhm. Aber tatsächlich damals, das verrate ich jetzt, hat meine Schwester so einen lästigen Freund gehabt, der da immer daheim war bei uns. Ja. Und das ist mir so angegangen. Ja. Und wenn ich von der Arbeit heimgekommen war bin, der schon da? Ich habe einfach keinen. Ja, der war schon da. Ich habe einfach überhaupt keine Räume gehabt. Ja. Und so wirklich Mengen habe ich auch nicht. Ja, okay. Und dann habe ich einfach. Sie heute nicht feiert. Nein. Nein. Und da habe ich für mich beschlossen, ich brauche eine Wohnung. Okay. Das halte ich nicht aus. Ja. Das ist mir dann doch too much. Ja. Und wie gehst du heute mit? Die Ruhe? Weil Ruhe gut, mit 2 Kindern ist jetzt nicht so unter Mann. Ich fahre auch ganz oft heim besuchen zur Oma und halt beim Opa und mit meinen Cousinen ganz viel. Und wir sind sehr, 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 sehr familienverbunden. Ja, das kann man vorstellen. Also wenn man aus einem Flüchtlingslager, also ein ehemaliges Flüchtlingslager, hat es ja doch ein gewisses Zusammenhalten gegeben, oder? Also die waren organisiert untereinander. Also ich glaube auch nicht, dass sowas wie die Nachbarschaft, wo ich da aufgewachsen bin, irgendwo. Ja. Also, ja. Ja. Die haben natürlich einen gemeinschaftlichen Hintergrund und. Und das haben wir gelernt. Klar auf. Ja. Na, darum bitte. Also, ich schwebe da jetzt gerade mit dir mit in der Erinnerung. Okay. Genau, also mittlerweile wohne ich in Bettenbach. Ja. Seit 11 Jahren. Seit 11 Jahren. Und du bist spazieren gegangen? Nein, du bist in die Schwing gegangen und. Fahren wir geht der Bub neben dir? Nein. Ein junger Mann, nein, was war er denn? Verzeih mal, wie passiert denn das? Wie passiert das? Unsere beste Freundin in der Kindergartenschule ist Pettenbacherin. Also mittlerweile quasi Nachbarin fast. Und die hat im Internat gewohnt in Steyr. Und der Hannes hat auch im Internat gewohnt in Steyr und ist Pettenbacher. Genauso wie ein paar andere Leute noch. Und wir haben mit 15, 16 angefangen, dass wir eigentlich mit unserer Freundin fast jedes Wochenende in Pettenbach verbringen. Wir haben, also seitdem kenne ich eigentlich auch nur Leute in Bettenbach und bei mir daheim überhaupt niemand mehr, außer halt die von der Schule. Weil ich seit ich 15 bin, auch in Bettenbach vorgegangen bin und so. Okay. Und der Hannes ist ab und zu auch mit heimgefahren mit dem Auto vom Internat. Okay. Und da habe ich halt nicht kennengelernt, aber da haben wir uns halt gesehen. Und irgendwann haben wir uns halt auch in Steyr beim Fugge öfter getroffen. Und dann halt auch im Bimbach beim Fugge. Irgendwie hat von links und rechts ein wenig angedacht, dass sie einen Weg zusammenführt. Und die anderen haben ein wenig angedacht und dann ist es geändert worden. Genau. Ah, klasse. Und seit wir 17 sind, sind wir benannt. Der halt heuer 20-Jähriges. Beziehungsjahr. Ja. Okay, dann verlassen wir das ehemalige Flüchtlingsheim in der Nähe von Kronsdorf bei Enz mit dem Song von Die Schröders, Die Lindenstraße. Ja. Oder? Ich glaube, das passt. Das passt gut. Ja, einen haben wir immer noch getrunken. Ist das ein geiles Lied. Habt ihr das kennt? Also ich habe es nicht kennt, das Lied. Aber bei B-Radio 138 können wir natürlich spielen, was wir wollen. Und in meiner Sendung sucht der Gast
die Lieder aus. Ich werde gespannt sein, was da hinten noch kommt. Jetzt war sie noch eher smooth, jetzt war sie noch eher sehr, sehr gemütlich. Und die Lindenstraße, glaube ich, die hat, wenn man ein bisschen hinter eine hört, hat schon ein bisschen was verraten, in welche Richtung das noch geht. Im Ansatz. Ja, im Ansatz, gell? Hey du, jetzt war letztens, am 4. Oktober geht die On Air die Sendung mit der Nicole Wagner, die war jetzt vor dir da. Mhm. Und die hat auch ihren Mann sehr jung kennengelernt. Mhm. Und stell dir vor, die wollte eigentlich auch ursprünglich Friseurin werden. Ah, wirklich? Und dann haben die Eltern gesagt, nein, du lernst aber was gescheit. Und okay. Das habe ich in deiner Geschichte auch gelesen, genau. Oder? Dasselbe habe ich auch. Ja. Darum ist es gar voll nett, das ist so. Weil ich wollte eben immer schon, also eigentlich mit 13, 14 habe ich mir gedacht, ich werde Maskenbildnerin am Theater. Ich wollte keine Friseurin werden, ich wollte Maskenbildnerin im Theater werden. Aber das wäre ein Weg gewesen, gell? Ich weiß das, ich glaube vom Friseur. Als erstes Kind stellt man sich das so vor, ja, das will ich werden und dann mache ich da irgendeine Ausbildung und dann bin ich das. Maskenbildner beim Theater geht nicht so einfach, du musst vorher die Friseurlehre machen, weil die einfach diese Perückenknüpf-Skills brauchen. Ja, dann hat Mama gesagt, nein, nach der Matura kannst du auch noch Friseurin werden. Okay. Aber sie hätte halt gern, dass wir Matura machen. Also bist du maturierte Friseurin? Ich bin maturierte Friseurin. Ja, bitte. Ich bin mit maturierte Kindergartenpädagogin und ich liebe auch diesen Beruf. Also das ist da gibt es überhaupt nichts. Aber ja, es war halt dann geil, dann bist du Kindergartenpädagogin, dann kriegst du die Kinder und ja, ich meine, dann fängst du keine Friseurlehre mehr an. So. Und irgendwann bin ich halt draufgekommen, nach dem zweiten Kind, dass man Visagistin mittlerweile auch ohne dieses Friseur-Gewerbe anmelden kann und halt wirklich eine Ausbildung zur Visagistin machen kann. Und ja, mit einem zweiten Kind magst du eigentlich eh nicht mehr im Theater so tagtäglich arbeiten, weil es halt vor den Uhrzeiten und vor den Arbeitszeiten eh nicht familienfreundlich ist, sozusagen. Und da habe ich dann eben beschlossen, ich mache nur die Visagistin, dann habe ich nur die Make-up-Artistin draufgehängt und mache das jetzt auch noch selbstständig. Ich habe das kurz, also ein Jahr oder eineinhalb, auch wirklich rein selbstständig gemacht, nur das. Und ja, durch den großen Pädagoginnenmangel in Österreich. Ja, das ist tatsächlich. Bin ich halt durch das, dass meine Zwillingsschwester die Chefin vom Kindergarten ist. Na was? Jetzt, was ist jetzt los? Ja, das ist meine Chefin. Und irgendwann haben sie mir mal bekniet, ob ich nicht wenigstens wieder für 4 Stunden zurückkommen konnte, für Nachmittag, weil sie finden halt einfach nervt und sie haben nervt. Und habe gesagt, ja, übergangsweise die 4 Stunden mache ich, aber dann lasse ich es auch wieder. Ja, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren das jetzt war. Und seitdem... Hast du es übersehen? Ich habe es übersehen. Und bin jetzt auch wieder 24 Stunden oder wann nicht was groß haben. Es ändert sich immer ein bisschen, weil ich bin für die integrativ geführten Kinder zuständig bei uns im Haus. Und das liebe ich heiß und das taugt mir auch voll. Und ich habe mich da jetzt arrangiert. Ja. Also ich bin quasi am Vormittag Kindergartenpädagogin. Und dann am Nachmittag, am Abend, am Wochenende, wann halt dann die Termine fallen, bin ich Make-up-Artist. Na klar. Also ich glaube, man könnte bei den Kindern mit der Kinderschminke üben. Ja, das mache ich jedes Jahr in der Faschingszeit. Da habe ich quasi schon meine goldenen Plaketten auf dem Schamal vor dem Gruppenraum. Weil da werde ich eingeteilt zum Kinderschminken. Ah, mal voll Glas. Aber das ist immer voll lustig. Ja, das kann man vorstellen. Ja. Und letztes Jahr, letztes Jahr ist es eigentlich ausgefallen durch Corona. Und ich hoffe, dass wir das dann heuer wieder machen dürfen, dass ich die Kinder wieder ins Gesicht tatschen darf. Voll klasse. Das heißt, das heißt eigentlich bei dir auch so, wie wenn du beruflich rund warst. Also du warst zufrieden. Sehr zufrieden. Ja. Wo bist du denn eigentlich als Make-up-Artistin dann unterwegs? Also ganz verschieden. Ich mache natürlich viele Bräute. Das ist eher so das Hauptgeschäft. Und dann sind es Privatkunden, die zu mir kommen. Das sind, weißt du, wenn wer vom Ball geht oder von Weihnachtsfeier oder wenn wer sagt, hey, ich möchte mich so gern selber schminken, schnell, gar in der Früh oder am Abend, wenn ich wo hingehe, aber ich weiß halt einfach nicht wie. Und dann kann man bei mir einen Workshop buchen, dann sage ich das einfach her. Und dann sind natürlich Sachen dabei wie Videodrehs, Filmgeschichten. Bei Operetten, Oper. Also du kommst doch ein bisschen schon ins Theater auch so um mich. Natürlich. War klasse. Ja. Das gefällt mir. Das gefällt mir an dir. Ja, Sabine, den einen nächsten Song musst du selber ansuchen.
ansagen. Ich erzähle nur die Geschichte dazu. Und zwar. Ah, so gut Französisch kann ich auch wir machen das jetzt nicht peinlich. Wir vergessen peinlich. Den Titel. Ich kann da erzählen. Ja. Es ist ein Lied aus dem Film Die fabelhafte Welt der Amélie. Ja. Das ist einer von meinen Lieblingsfilmen. Der ist einfach so schön romantisch. Ja. Du, und jetzt aber erzähl mir, was hat das mit deinem Mann und dem Klavierspielen zu tun? Ah ja, ja. Mein Mann, der kann viel gut Klavier spielen. Mhm. Der war jahrelang am Konservatorium und hat das wirklich gescheit gelernt. Mhm. Und wie der Film dann rausgekommen ist und mir die Lieder einfach so gefallen haben, hat er heimlich, ich habe das tatsächlich nicht mitgekriegt, da haben wir aber, glaube ich, noch nicht einmal zusammen gewohnt, die Lieder gibt. Mhm. Das sind ganz viele Klavierlieder, Lieder auf der Ziehharmonika. Mhm. Also ganz viele Instrumentalgeschichten. Okay. Und die hat er sich dann gelernt am Klavier und hat mich irgendwann einmal dann aufgeweckt damit, weil wir haben einen Flügel daheim stehen, der steht ja immer noch da. Okay. Und da hat er sich dann hingesetzt und das Lied gespielt. So, liebe Radio B138 Hörer, egal wie lange ihr schon beieinander seid, es gibt es, die Romantik. Es gibt sie wirklich. Ihr müsst nur einen Mann haben, der ein Klavier spielen kann. Ja. Genau. Oder Gitarre. Mein Mann weiß gar nicht, dass er romantisch ist. Ja, das war ein Lied, ein instrumentaler Song aus dem Film Die fabelhafte Welt der Amélie. Genau, wo wir leider nicht sagen können, wie es heißt, weil wir beide kein Französisch kennen. Nein, ich wollte es jetzt nicht noch mehr erwähnen, aber Dankeschön. Wir werden dann nachher noch ein Lied spielen, das deine Kinder sich gewünscht haben, dass du unbedingt mitnehmen sollst. Mhm. Wir spielen jetzt eigentlich da deine Songs und nur dabei hört sie sich ja sehr angenehm an. Ja. Aber ich kenne von dir aus deiner Setliste auch andere Lieder. Mhm. Sag mal, warum? Warum die Lieder, die wir noch nicht gespielt haben, warum kommen die nur? Na, mein Problem war grundsätzlich beim Aussuchen schon, weil mein Musikgeschmack ist extrem weit gestreut. Also ich liebe Klassik, aber ich liebe halt auch Heavy Metal. Ja. Und ich mag auch ganz viel Instrumentalmusik und irgendwie bin ich auch, ich war in der Musikhauptschule in Enns und da haben wir einen Lehrer gehabt, unser Klassenvorstand, der hat uns auch nur The Who und die Rolling Stones singen lassen und Sex Pistols. Also man könnte jetzt sagen, er hat uns da ein bisschen in die Richtung geprägt. Ja. Und dann war das natürlich, ich meine, Grunge-Ära hat schon ein bisschen früher angefangen. Ja, das stimmt. Fast ein bisschen zu jung. Hast du den lebenden Nirvana-Sänger Kurt Cobain nicht mehr kennengelernt? Ja, also kennt haben wir natürlich, ja, aber da war ich 10 Jahre. Okay. Und jetzt, da musst du fast ein bisschen familiär geprägt sein, dass... Genau, bei uns war das in der ersten Habila ein Riesendrama. Ja, genau. Weil es hatte die eine Partei gegeben, Kelly Family Boybands und Nirvana. Dazwischen hast du nichts entscheiden können. Das war auch nur so, weil der natürlich dann sehr gehypt worden ist. Und ich war halt immer mehr der Nirvana, die Nirvana-Seiten und halt nicht die Kelly Family-Seiten. Und bei dem ist es einfach auch blim. Ja. Also ich liebe es einfach, wenn wer seine Instrumente beherrscht und wenn wer Weltklasse singen kann. Ja. Mag einfach rauchige Männerstimme. Ja. Also wenn ein Mann gut singen kann und ein Instrument spielen kann, bin ich voll dabei. Und das ist einfach das, ich stehe voll auf lange Haare beim Mann. Ja. Und das war einfach immer so dieses Schema, was mir passt. Einfach voll taugt. Da sitzt es. Das gehörst du genau. Ich kann das voll verschwenden. Ich habe immer, ich bin Team Kelly Family. Ja, ich weiß. Aber das war dann nicht ganz so. Also, nein, genau. Ja. Tatsächlich haben die privat sehr viel Metal- und Rockmusik gehört und gemacht. Nur auf der Bühne war es anders. Ja. Und kann ich verstehen, wenn man mal mit Instrument auf die Bühne sieht, dann hat er auch noch lange Haare. Ja, aus! Mehr braucht es nicht! Aus dem Schenis. Danke! Ja, tatsächlich. Da war ich ein bisschen voreingenommen in meiner Jugend. Aber nein, das war von, ich habe so einen geheiratet. Das ist angelegt in uns Frauen, welcher Männertyp es werden soll. Es ist, aber wir haben uns einen schönen Wunsch damit erfüllt, oder? Sehr. Ja. Also Musiker sind jetzt nicht so einfach, Künstler gerade, aber völlig wurscht. Lange Haare, Musikinstrument. Einfühlsam. Genau. Da kannst du drauf verlassen. Ja, auf jeden Fall, so ist es. Du, ich habe eine Frage an dich. Ja. Hast du jemals was gemacht, wo die anderen Menschen die für verrückt halten? Das glaube ich nicht. Habe ich das? Verrückt? Oder bist du schon mal nackt über den Fußballplatz gelaufen? Nein, ich bin voll brüde, was das betrifft. Voll geschamig. Ja? Ja.
Nein, ich bin ein extrem vernünftiger Mensch. Ja? Ja, das war ich immer schon. Mhm. Ich habe auch in der Hauptschule, also zu mir haben sie immer gesagt, Mei, Sabine, wie schaffst du das, dass du nicht rauchst? Aber für das war ich jetzt gierig. Ja? Ich war, also das war immer so, ich war einfach gierig, habe immer auf mein Geld geschaut, ja? Und mir war das einfach zdeppert. Ja. Und ich habe mir damals, ich habe das wirklich schon noch nie schön gefunden, wenn eine Frau Zigaretten in der Hand hat. Mhm. Ich habe mich immer geschämt für meine Freundinnen, wenn sie voll den Dampf gehabt haben. Mhm. Ich trinke auch quasi keinen Alkohol. Ja? Also ich bin wirklich der Inbegriff des Vernünftigen. So, liebe Hörer, habt ihr das gehört? Sabine Jonke, sehr brav und brüde. Und das ist eine von ihren... Außer bei der Musik. Jetzt. Genau, um das geht's. Das ist eins von ihren Lieblingslieder. Ja, ich habe es gerade gesagt, ich freue mich auf die Gesichter, auf die Hörer da draußen, die diese Sendung hören wollen. Die werden es nicht glauben, was dann nur bei uns abgeht. Ja, die, die mich kennen und schauen. Ja, die wissen Bescheid. Du Sabine, was war eigentlich das Aufwendigste, das du jemals geschminkt hast? Das ist eine gute Frage. Aufwendig sind grundsätzlich immer Bräute. Mhm, okay, wirklich? Tatsächlich. Mhm. Weil die einfach, da muss das einfach ganz sauber gearbeitet sein und voll schön ausschauen. Mhm. Die Braut muss sich tippitoppi wohlfühlen. Da ist kein Spielraum nach links und rechts. Für einen perfekten Tag, gell? Genau, von dem her ist das eigentlich fast immer, da sind diese ganzen Theater-Make-up und so, das sieht man nur von der Weide. Ja. Also das muss jetzt nicht besonders schön sein oder besonders, das muss einfach wirken, weißt, auf die Weiden. Mhm. Da geht es jetzt nicht darum, dass der Strich besonders sitzt oder weißt du, was ich meine? Ich verstehe dich. Von dem her, es gibt tatsächlich Sachen, die dauern zwar von der Zeit her vielleicht nur länger, weil ich einfach viel mehr Farbe benutze oder gerade so Geschichten mit Glitzer und so Zeug. Mhm. Das macht halt einfach voll die Sauerei. Ja. Und das ist halt ein wenig eine Umbotzerei und da muss man sich halt einfach immer ein bisschen mehr arrangieren bei der Arbeit. Aber ich finde, Bräute grundsätzlich sind immer am aufwendigsten. Ja, ja, die brauchen das ist tatsächlich so. Perfektion schon fast im Gesicht, gell? Genau. Mhm. Und halt bei Fotoshootings ist auch oft wichtig und bei Videodrehs, wenn man weiß, okay, da kann man jetzt nicht mehr großartig was ändern. Mhm. Okay. Gibt es von dir eine Webseite oder eine Facebook-Instagram-Seite, wo man nachschauen kann von deinen Kunstwerken? Alle drei tatsächlich. Bitte verzögern Sie. Also www.sabinejonke.at. Habt ihr gehört? Sabine Jonke mit J. Genau. Ich hole jetzt einfach und nehme einfach meinen Namen. Was ist es? Dasselbe gilt da für Facebook und Instagram. Mhm. Also Instagram Sabine Jonke und Facebook Sabine Jonke Make-up Artist. Mhm. Da bin ich natürlich privat auch vertreten. Mhm, von verstehe. Habe ich da meine Berufsbezeichnung nach hinten angefügt. Sehr cool. Genau. Ja, und wer nur mal nachschauen will, wie ich ausschaue, wenn mir die Sabine Jonke stylt und schminkt, da schaut bei Leuchtkraft, der Leuchtkraft Musik auf der Facebook-Seite, das Titelbild ganz groß. In, was haben wir verwendet? Türkis, Blau. Ich liebe es, wenn es so richtig wasch macht in meinem Gesicht, gerade wenn es um die Musik geht, liebe ich es, wenn es umso bunter, umso auffälliger, umso viel schöner. Genau. Weil nämlich, wenn ich abgeschminkt bin, schaue ich komplett anders aus. Ich bin ein komplett anderer Typ. Das heißt, wenn es einmal da... Das ist das Schöne am Make-up. Man kann sich damit einfach verwandeln. Unglaublich. Es und da geschwind einmal, wer sei, der man vielleicht sonst nicht voll. Ist. Und das Klatsch, also bei dir macht es nicht Klatsch, aber ich mache es. Einmal Klatsch und dann... Und darum haben sie jetzt damals auch für die dazu geholt, wie wir das Musikvideo gedreht haben. Das war mir einfach wichtig, dass das einfach sitzt. Und mit der Sabine sitzt das richtig. Genau so ist es. Dann würde ich sagen, ich spügle ein Lied von dir, eins von deinen Lieblingsbands, das du früher und heute noch gern hörst. Absolut. Ist von Iris. Iris von den Goo Goo Dolls. Genau, sag nur mal das Lied an. Iris von den Goo Goo Dolls. Goo Goo Dolls. Es tut mir furchtbar leid, liebe Hörer, aber es sind Musikrichtungen, da wo ich mich nicht ausgehen. Ich habe mir eingehört vor der Sendung natürlich, aber danke Sabine, dass du heute mein Gast bist. Ja, ich sag danke. Heute zu Gast, und jetzt sind schon wieder fast am Ende der Sendung, ist die Sabine Jonke. Ihr kennt auf ihrer Facebook-Webseite und Instagram-Seite noch schon, was die Frau alles künstlerisch ins Gesicht zaubert, nicht nur bei den Frauen. Nein, auch bei Männern. Genau. Und jetzt geht's rüber in den Word-Rap, bevor wir unsere Sendung mit dem Song beenden, das sie deine Kinder gewünscht haben. Genau. Also du kannst immer mit kurz und knackig Antworten auf meine Fragen oder meine Sätze vervollständigen. Mhm. Damals im Ferienlager. Damals im Ferienlager sind wir in ein Erdwespennest gestiegen. Ui. Das war nix. Gott und die Welt.
Da fällt mir ehrlich gesagt nicht wirklich was dazu ein. Was möchtest du werden, wenn du einmal groß bist? Alt und weise. Mhm. Deine letzten Worte sollen sein? Danke, Shivas. Ja? Ja. Und wer bist du und was treibt dich an, familiär oder beruflich? Na, mich treibt meine Familie an, meine Kinder und wer ich bin. Ja, ich bin, wie ich bin, das kann man schlecht beschreiben, das muss man da lieb nehmen. Ja, genau. Entweder es passt oder es passt nicht für wen. Ja. Na, also ich glaube, dass man mit dir sehr, sehr gut zurechtkommt, egal wem du gegenüberstehst, du bist ein weltoffener Mensch und sehr dankbar für das, was du hast in deinem Leben. Mhm. Und ich glaube, ums Zusammenhalten geht es bei dir. Vollgas. Mhm. Somit darf man die Sendung Girl trifft Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten und heute zu Gast Sabine Jonke mit einem Song beenden, die sich deine Kinder gewünscht haben. Magst du uns verraten, wie das Lied heißt? Sie haben sich gewünscht, ein momentan absolutes Lieblingslied, The Final Countdown von Europe. Dann danke fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Montag, also dem ersten Montag im Monat wieder. Viert euch. Tschüss.